Hi! Ha! Das erste Mal mit dem neuen Handy Videos machen. Ich bin voll nah dran, ne? Boah, krass. Entschuldigung, ich lasse mich schon wieder so leicht ablenken. Ich bin im Studio in Essen. Es ist warm. Und ich habe mal die Chance gehabt, seit längerer Zeit mal wieder eine Denley-Anlage einzustellen. Kurz Übersicht zur Anlage. Wir haben zwei TH812 heißen die, glaube ich. Das sind 8-fach 12er, wie der Name schon sagt. Dann sehen wir da über mir, da, ach, das lerne ich nie. Naja, da hinten halt. Das SH96HO für High Output. Das ist ein 4-fach 15er, 4-fach 8er, 4-fach 6er. Das weiß bestimmt jemand besser als ich. Und dann ist da ein 1,4 Zoll Hochtöner drin. Davon haben wir drei Stück. Ich gehe mal in die Mitte. Könnt ihr euch umgucken. So, einen in der Mitte von hinten, der ist in Mono. Und dann haben wir noch einen hier, neben dem DJ-Pult. Und noch da oben ist noch ein anderer. DJ-Monitore sind Function-Mon-Monitore. Und kann mir jemand sagen, was die beste sind? Nee, ne? Dann haben wir noch besser. gehen wir mal nach oben, gucken uns mal die Zonenbeschallung an. Zonenbeschallung ist, diese neue Kamera, da muss ich mich aber dran gewöhnen. Da in Dunkel, Turbo-Sound und ganz spannend, hier ist der Monitor-Subwoofer. Wer kann mir sagen, was das für Treiber sind, hier diese Radkappen? Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Gehen wir hinten nochmal in Endstufenraum, schauen da mal. Da gibt es mir auch eine Überraschung, habe ich noch gar nicht mitgearbeitet. Und zwar, jede Menge altes Zeug, was Zone und Monitoring macht. Dann haben wir hier Linear Research, kenne ich natürlich. Den Controller selber kenne ich noch nicht, habe ich noch nie mitgearbeitet. Ist auch, glaube ich, ein bisschen älter schon. Wenn man Ammonia gewohnt ist, schwierig. Amping, MC Square, wie man sehen kann. Eine E60 und 4 E90, weil das Denley-Zeug hat richtig Hunger auf Strom. Wo wir die Denley-Sachen schon mal hier haben, erzähle ich doch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, der Subwoofer heißt TH. Das steht für Tapped Horn. Das ist eine Besonderheit. Die Treppen runter. Das ist eine Besonderheit, die nicht nur Denley so baut, aber dafür auf jeden Fall bekannt ist. Und das Besondere ist, normalerweise hat man das Horn. Wir stellen uns unsere Trompete vor. Und hinten drin ist so eine kleine Rückkammer, ein kleiner geschlossener Bereich. Da sitzt der Lautsprecher drin und der geht normalerweise in das Horn. Damit wir bei einem Basslautsprecher bräuchten wir ein Riesenhorn, eine Riesentrompete. Das würde nicht funktionieren, dann könnte man sie gar nicht mehr rumtragen. Das klingt ziemlich lustig, wenn man sich die Riesenschränke anguckt, aber tatsächlich, wenn sie ungefaltet wären, wären sie noch größer. Also macht man Folgendes, man faltet sie. Das funktioniert auch ganz gut. Bei Bassfrequenzen hat das keinen Nachteil. Irgendwann beim Mittel-Hochtonbereich, wenn man das faltet, hört das auf, gut zu klingen, weil dann ja der Schall da hin und her muss und das funktioniert nicht so gut. Besonderheit Tapped Horn ist folgender, nämlich, dass die Rückseite von dem Lautsprecher, ihr könnt da mal reingucken, wahrscheinlich könnt ihr gar nichts sehen, das tut mir furchtbar leid, aber alles ist so dunkel. Die Rückseite ist vom, guck mal, jetzt gibt's Licht, jetzt könnt ihr was sehen, toll, sehr nett, dankeschön. Normalerweise ist die Rückseite vom Lautsprecher in dieser geschlossenen Kammer. Muss so sein, damit halt die Schallenergie, die auf der Rückseite vom Lautsprecher rauskommt, nicht an die Außenumluft sozusagen ankoppeln kann, weil dann wird es einen akustischen Kurzschluss geben. Was hier ist, ist, die Rückseite des Lautsprechers sitzt auch im Horn. Oh. Was ist der Vorteil daran? Na, ganz klar, die Luft, die aus dem Horn rausströmt, ja, ich weiß, es ist keine Luft, es sind Schallwellen, bla bla bla, lass mich das in Ruhe erklären, gehen halt einfach an dem Lautsprecher vorbei und kühlen ihn. Ziemlich cool, oder? Ich werde nicht noch mehr Tapped Horn erklären. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare, dann erkläre ich noch mehr Tapped Horn. Aber vorher erklären wir das nächste coole von Denley, nämlich das da. Das da. Schwer hat das nie gelernt mit dem Finger. Das nennt Denley ein Unity Horn. Und zwar sitzen alle Lautsprecher, strahlen in dieses eine Horn. Normalerweise haben wir ja beim normalen Hornlautsprecher ein Horn für den Tiefton, ein Horn für den Mittelton und ein Horn für den Hochton. Nehmen wir mal Function One.
typische Box von denen, die Res 2. Die hat unten so eine Öffnung. Da sitzt der 15er drin, der den Tiefton macht. Ist lustig, ich hantiere die ganze Zeit mit meiner Hand. Ihr könnt das gar nicht sehen, weil die Brennweite hier irgendwie höher ist von dem Handy. Dann hat man da drüber das lustige Schnabeltier. Das ist der 8-Zöller, das ist der Mittelton. Und darunter sitzt dann so eine ganz kleine Öffnung. Guckt euch mal an, macht mal auf, Function 1, Res 2. Und da sitzt der Hochtöner drin. Haha, das ist hier komplett anders. Hier haben wir es so, dass alle Lautsprecher zusammen in Einhorn strahlen. Deswegen Unity. Alle zusammen, Gemeinschaft, Unity. Und ganz hinten kann man den Hochtöner sehen. Dann die länglichen Öffnungen sind die Mitteltöner und die ein bisschen weiter da vorne sind, sind die Tieftöner. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das sieht sehr lustig aus, wenn man das von der Rückseite sieht. Dann sieht man, dass halt der Hochtöner ganz hinten drauf sitzt und die ganz kleinen Mitteltöner außen rum und ein Stück weit da vorne sitzen die Tieftöner. Ziemlich cool, Unity Horn. Warum macht Danley das? Der Grund ist folgender. Dadurch hat man halt eine möglichst perfekte Phase. Das bedeutet, alle Lautsprecher schwingen zur selben Zeit ein und aus demselben Horn. Funktioniert. Die Phase sieht tatsächlich ziemlich gut aus und verhält sich auch in einem Raum ziemlich gut. Und ja, das war Danley. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, weil das Bier ist jetzt auch kalt. Wie man sieht, es ist unfassbar heiß. Ich trinke jetzt kaltes Bier. Was ihr macht, weiß ich nicht. Habt einen schönen Abend. Tschüss.